Hallo. So, heute gibt's ein Neumond-Orakel und ich mag im Vorfeld noch etwas erzählen, was mir so während der Vorarbeit und des Wirkens mit den Karten durch den Sinn gegangen ist. Und wer das nicht hören möchte, kann ja gerne in der Textpassage schauen, ab welcher Zeit sein Symbol anfängt, und brauche auch gar nicht zuhören. Es ist mir nur gerade ein Anliegen. Warum? Was will ich eigentlich erzählen? Ich weiß nicht, wie lang, über 20 Jahre lege ich jetzt schon Karten und blicke ich zurück. Habe ich immer kämpfen müssen mit meinem Umfeld. Kennt vielleicht der eine oder andere, wenn es um spirituelle Themen geht. Ich bin auch eine Vorhersageträumerin und das wollte man mir immer ausreden und schlecht machen, bis ich irgendwann erfahren habe, dass meine Mama und meine Oma das auch hatten und beide hatten eigentlich Angst und sie wollten nicht, dass ich das fortführe sozusagen. Also ich habe wirklich extrem. Ich habe fast die ganzen 20 Jahre gebraucht, um zu dem zu stehen, was ich kann, ist schon schlimm genug. Jetzt ist es aber so, ich habe auch in diesen 20 Jahren, ich habe auch meine Berater im spirituellen Bereich, die mir helfen, geholfen haben. Und blicke ich zurück, war es in den Anfängen bei mir immer so, oh, ich wollte unbedingt wissen, was kommt in der Zukunft. Damals war ich in einer Ehe und wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Und ich war verliebt in einen anderen Mann. Und ja, Chaos. Chaos, was zur Liebe dazugehört und zum Entwicklungsprozess. Und ich habe erst Jahre später begriffen, dass es nicht darum geht, dass ich erfahre, was geschieht. Und da haben sich auch die Qualitäten meiner Berater verändert. Ich habe erfahren, Zukunftsperspektiven, welche die Karten anzeigen, können letztendlich nur manifestiert werden, wenn sich im Innen etwas verändert. Und so war es tatsächlich so, dass ich diesen Mann, in den ich damals verliebt gewesen bin, ach, es ist 2004 gewesen, vor 20 Jahren bald, und der kam tatsächlich noch mal in mein Leben, und die Kartenbilder, die 4 Jahre vorher gelegt wurden, auch die ich selbst gelegt habe, die haben sich manifestiert, weil wir beide diese 4 Jahre gebraucht haben für eine innere Entwicklung. Hätte er sich nicht entwickelt, hätte ich mich nicht entwickelt, wären die Karten nicht wahr geworden. Wenn ich also heute Orakel mache oder mit Kartenlegungen ins Außen trete, läuft es immer wieder aufs Gleiche raus, auch wenn ich manchmal denke, ich muss auf diesen Zug aufspringen, Zukunftsprognosen zu machen, wo etwas hinführen kann. Wenn ich jetzt Privatlegungen mache, zeigt sich das von alleine, aber es zeigt sich immer der Prozess, es zeigen sich immer die blinden Flecken, es zeigen sich immer die Blockaden. Und wenn wir die nicht lösen, dann kann sich das Leben nicht weiterentwickeln, weil, wie soll ich sagen, also ich habe mir in diesem Leben wirklich herausgesucht, Missbrauchsthemen, sexuelle Missbrauchsthemen, Machtmissbrauchsthemen in die Heilung zu bringen aus diesem und aus alten Leben. Und ich habe mir da echt was vorgenommen. Aber Fakt ist, ich habe wirklich erfahren, dass meine Seelenpartner, denen ich begegnet bin, und für mich sind es alle Seelenpartner, die mich in tiefen Prozessen begleiten, ein Spiegel meines inneren Mannes waren. Und so konnte ich ganz viel lernen und manche sind dann gegangen, weil einfach die innere Entwicklung da war und die nächste Etappe angegangen werden konnte. Hier mag ich auch gleich sagen, Zwillingsseele, Dualseele, Seelenpartner, das sind für mich alle Begrifflichkeiten, die für mich vor 20 Jahren total faszinierend waren und heute sind sie für mich unwichtig geworden. Und das lag daran, dass mit jeder Herzensbegegnung und wirklich offenem Herzen und Liebe zu einem Mann,
konnte ich in so tiefe, hingebungsvolle Prozesse einsteigen, dass ich bei jedem gesagt habe, das muss er sein, weil mein Herz da wirklich eingetaucht ist. Und irgendwann habe ich gesagt, es ist doch eigentlich gar nicht wichtig. Wichtig ist doch nur, dass mir geholfen wird, dass ich bei mir hinschaue, dass mir ein Gegenüber so wichtig ist, dass ich hinschauen möchte, verändern möchte. Und der Wandel wird es dann zeigen, was bleibt und was geht und was kommt. Und irgendwann steht dann jemand da, der mir wieder auf Augen wieder etwas spiegelt und wo dann vielleicht dann der Punkt kommen kann, dass man auf Augenhöhe eine Beziehung, eine Partnerschaft an Bier führen kann. Aber auch da mag ich sagen, es hat sich doch jeder einen anderen Weg rausgesucht. Es gibt Menschen, die sind schon Jahrzehnte in einer Beziehung, wo es wirklich passt. Es passiert ganz selten, wenn ich mich rumschaue, aber es passiert. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das, weil ich natürlich weiß, dass meine Legungen und meine Orakel nicht jeden ansprechen. Und dass es sicherlich auch Menschen gibt, ich habe auch in meinem nahen Umfeld Menschen, die es nicht verstehen, also die es nicht fühlen, verstehen können, was ich zu den Karten erzähle. Und für mich ist es dadurch, dass es Neuland ist, öffentlich aufzutreten, meine persönliche Herausforderung ist, nicht persönlich zu nehmen. Ich übe mich darin und deswegen freue ich mich natürlich auch immer über Feedback, was ich auch bekomme. Aber es darf viel, 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 viel mehr sein, wo ich dann wirklich denke, wow, das hat gepasst und das war genau das, was die Person gebraucht hat. Weil das stärkt mich natürlich, weil alles, was man neu macht, da ist man noch ein bisschen verunsichert oder es ist immer noch so ein unsicherer Anteil in einem, der einen begleitet und der sich natürlich freut, wenn er gestärkt wird. Trotzdem freue ich mich, ich mache das seit einem halben Jahr und die Resonanz und das Feedback über die, auch über Zukunftsprognosen oder Dinge, die geschehen, hat schon zugetroffen und da freue ich mich natürlich drüber. Gut, das heißt also, meine Legungen werden einfach meine Legungen sein. Und sie werden immer durchmischt sein von vielen unterschiedlichen Dingen, weil es mir um die innere Entwicklung geht, die sich dann im Außen spiegeln kann. So, ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Es waren auch schon wieder fast 8 Minuten, tut mir leid, aber es war mir jetzt ganz wichtig. So, und noch kurzer Hinweis, der Rest ist nicht live, weil ihr hört ja meine Stimme. Ich muss das in Etappen machen, dieses Mal, weil ich noch mit dem Restinfekt zu kämpfen habe, der im Hals hängt. Und aber ich spreche trotzdem auf und ihr hört mich ja und habt ganz viel Freude beim Zuhören. Peace and Love, Sabine Carola. So, und jetzt zum eigentlichen Neumond-Orakel im April 2023. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Sabine Carola Pahlke. Ich bin Autorin von 8 Büchern, Kartenlegerin, Geschichtenerzählerin, Mutmacherin. Und meine Hauptthemen sind die Heilung des Weiblichen, was sehr viel beinhaltet, und Liebe und Frieden zwischen dem Männlichen und Weiblichen im Innen wie im Außen. Das erklärt vielleicht auch ein wenig meine Vorrede. Während ich heute dieses wieder mal ganz anderes Orakel auslegte und mich führen ließ, war etwas sehr präsent. Ich wusste, dass hier in diesen drei Symbolen ein Entwicklungszyklus zu erkennen sein wird. Und sofort erinnerte ich mich an ein Kartendeck, das ich habe, das heißt Göttinnenzyklus von weißen Frauen, ihren Künsten und Wirkstätten, von der Ulla Janaschek und Kampra Maria Skade vom Arun Verlag. Und diese Karten haben diesen Dreierzyklus, sodass je nachdem, wie die Karte fällt, erfährt man, in welchem Entwicklungszyklus man in einer bestimmten Thematik steht. Und so seht ihr hier jetzt schon ein Bild, während ich
davon erzähle, von der Karte, die ich dann, also ich musste einfach dieses Kartendeck dazu holen, sodass ihr wisst, egal welches Symbol ihr gewählt habt, es ist ein Zyklus der Sophia. Und Sophia steht für das Erwachen. Das heißt also, Sophia will unseren Geist positiv ausrichten, sodass wir durch die Ereignisse im Leben erfahren, dass wir das anziehen, was wir fühlen. Fühlen wir Zweifel, bekommen wir die Erfahrungen, die uns dahin bringen, die Zweifel ziehen zu lassen, sodass wir wirklich Verantwortung für unser Leben, für unsere Entscheidungen und für unsere Nichtentscheidungen übernehmen lernen. Und erkennen, wir sind die Schöpferin unserer eigenen Welt, egal was im Außen geschieht. Weil so schwer wie es manchmal ist, liegt es letztendlich doch immer wieder an einem selbst, wie man mit Situationen umgeht. Und genau, Sophia mag uns das einfach im Herzen verständlich machen, sodass wir anfangen können, unsere Reaktion zu steuern und aus dem Automatismus, also automatischen Reaktionen hinauszugehen und Dinge bewusster zu betrachten und bewusster zu reagieren. Und gerade dann auch, wenn es um Verbindungen geht. Ja, und wenn bei jedem Stück, wo man das mehr lernt und erfährt, wird man weniger Krieg führen, weil auch der innere Krieg ja nachlässt und man seinen inneren Frieden findet. Und Sophia spricht vom Erwachen. Also Sophia begleitet diese Legung und sie ist hier, wie ich es gerade lese, dem Jupiter zugeordnet. Aber das ist nicht meine Welt, in der kenne ich mich nicht aus. Ich weiß jetzt im Vorfeld noch nicht, wie die Entwicklungszyklen zu welchem Symbol zugeordnet sein werden. Ich lasse mich jetzt ganz einfach auf die Karten ein. Ich mache es wie üblich, dass ich bis auf die Wortkreationskarten alle Karten vor mir liegen habe. Ihr seht jetzt schon, wenn ihr auf das Bild schaut, in welche Wortkreation ich blind hineinfühlen werde. Und ihr seht die anderen Karten, die ich einfach nur bildlich deuten möchte. Aber wie immer möchte ich mich so wenig wie möglich beeinflussen lassen und fühle erst einmal in dieses Wort rein, welches auf meinen Wortkreationskarten steht, und schau mal, welche Bilder sie erzeugt. Oh, es ist schon eine Reaktion. Das ist noch ein bisschen schwer. Das Thema in der Karte fällt. Ich mag jetzt einfach für dich sprechen. Und wenn du dich angesprochen fühlst, tauche einfach mit ein. Ich schlüpfe jetzt in die Energie der Karte und spreche für den, der sich angesprochen fühlt. Es ist noch ein bisschen schwer. Nicht immer, aber manchmal ist es noch ein bisschen schwer, dieses Wort, dieses Thema zu leben. Und wenn ich es dann lebe, dann bin ich danach noch ein bisschen erschöpft und manchmal ein bisschen mehr und manchmal ein bisschen weniger erschöpft. Und manchmal fühle ich mich aber auch richtig gut danach, wenn ich das gelebt habe. Aber ich muss da noch mehr üben. Ich muss da noch gelassener werden. Es muss mir noch leichter fallen. Und ja, viele mögen dieses Wort muss nicht. Ich persönlich finde dieses Wort muss nicht schlimm. Ich muss ja auch aufs Örtchen gehen, wenn der Bauch drückt. Und fühle danach Erleichterung. Und es gibt einfach Themen, die sind im Leben so wichtig und so essentiell und so notwendig. Und wenn man die nicht gelernt hat in seiner Kindheit oder in diesem Leben, dann hat man viele, ja, so fühlt sich's an, wenn man das, was ich hier in der Hand habe, nicht leben kann oder nicht gelernt hat zu leben, und hat man schon viele Verletzungen dadurch
ertragen müssen. Und deswegen ist es ein inneres Wollen, ein inneres Müssen, dieses leichter umzusetzen. Und es als selbstverständlich ins Leben zu integrieren. Es darf ganz selbstverständlich gelebt werden, ohne Schuldgefühle, ohne was auch immer, ohne ein Ich darf das nicht. Genau, darum geht's. Es darf ganz integriert werden als Selbstverständlichkeit dafür, dass du wirklich das leben kannst, was hier auf der Karte steht. Ihr seid mir jetzt im Vorteil, ihr seht die Karte schon. Ich weiß nicht, was ich in der Hand halte. Es scheint etwas sehr Essentielles zu sein, weil es verhindert, dass Verletzungen stattfinden. Und wenn ich weiter hineinfühle, ist es zwar noch anstrengend, aber da übt jemand damit und es ist halt noch nicht diese Gelassenheit immer da, die gewünscht wird. Und es ist für mich ein immer mehr Aufrichten, innerlich wie äußerlich. Und genau, wo ich jetzt zu diesen zwei Lenormand-Karten komme, die da sehr gut dazu passen, weil die Sterne stehen ja auch für Klarheit. Und der Fuchs steht für unter anderem auch für Manipulation. Und wobei, ich mag ja den Fuchs, aber in den Lenormand-Karten betrachtet man ihn ja mit Achtsamkeit. Aber auch kluge Menschen können natürlich listig vorgehen, können Grenzen überschreiten, können manipulativ sein. Und ja, Füchse gehen natürlich auch in Hühnerställe und holen sich das, was ihnen nicht gehört. Und ich habe das Gefühl, dass diese Karte, in die ich hineingefühlt habe, dazu beiträgt, dass es solche Menschen, die füchsisches Verhalten an den Tag legen und dir dadurch Verletzungen zufügten, dass die keine Chance mehr haben, weil du in deiner Klarheit bist, weil du dann diese Sternenenergie lebst. Was ja auch bedeutet, dass du mit dir verbunden bist, dass du in dir ausgerichtet bist. Und die Sterne stehen ja auch für Spirit. Und jetzt will ich wissen, was ich da habe. Grenzen setzen, ja, das passt doch wunderbar. So wie es aussieht, hast du das schon angefangen zu üben, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Manchmal funktioniert es gut, manchmal weniger gut und manchmal gar nicht so gut. Und üb einfach weiter. Und es wird so sein, dass immer weniger füchsige Menschen, also die den Fuchs im negativen Sinne legen, in deinem Leben eine Chance haben werden, wenn du Grenzen setzen kannst. Weil dadurch richtest du dich im Innen und im Außen auch auf und erreichst deine innere Klarheit. Und dann können wir gleich mal, da möchte ich die Leopardenenergie einfließen lassen. Wenn du diesen Weg einschlägst, wirst du auch diese Leopardenkraft in dir aktivieren. Die Leopardin, ich habe da in den Zügen meines Lebens, weil sie schon vor 15 Jahren ganz, ganz aktiv in mein Leben kam und ich dann mitbekam, dass sie eigentlich schon mit meinem 20. Lebensjahr in mein Leben kam. Sie ist eine Lehrerin. Und ich habe da mal einen Text verfasst. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt finde. Aber ihr könnt, nee, wenn ihr nach Krafttier Leopard guckt, werdet ihr nur einen Bruchteil von dem finden, was ich recherchiert habe. Aber dennoch, schaut einfach mal nach dem Krafttier Leopard, weil die Leopardin hilft einem nämlich genau dahin, Grenzen zu setzen, und Klarheit zu leben. Und wenn man an dem Punkt angelangt ist, wird man auch eine Leopardenlehrerin für andere sein. Und man wird die anderen dann auch in ihren Prozessen frei leben lassen. Also man wird nur beobachten und immer nur eingreifen, wenn jemand einen wirklich braucht, wissend, dass jeder sich seine Prozesse selbst eingeladen hat. Und die Leopardin ist eine gute Überleitung zur Yemaya, die von Hingabe spricht.
Ja, ich mag aber noch mal hinzufügen, ich mag die Raubkatzenenergie so sehr, weil die können ja genauso Schmusekatzen sein. Und man sieht ja auch immer so Videos von Raubkatzen, die mit jemandem aufgewachsen sind und wie die schmusen können und wie wild die spielen können. Und dennoch ist der Mensch, der mit diesen Tieren zu sehen ist, immer in Respekt zu den Tieren. Also wenn wir diese Raubkatzenenergie in uns wecken können, bedeutet das, dass wir ein sehr breites Spektrum von schmusig bis zärtlich, voller Hingabe, aber auch Grenzen setzend leben können. Und die Jemaya, sie spricht von der Hingabe, aber nicht nur die Hingabe in die schönen Dinge, sondern auch die Hingabe in die Verletzungen, die in Heilung gehen möchten, oder die Hingabe in eigentlich alles, was wir fühlen. Und Jemaya sagt zum Beispiel auch: Schau mal hin, ob du wirklich denkst, alles alleine lösen zu müssen. Sie spricht, Hingabe ist ja auch Öffnung, Öffnung dafür, dass wir uns helfen lassen, sei es von irdischen, uns nahestehenden Menschen oder von der geistigen Welt, also vom Universum, dass man sich wirklich öffnet und sich hingibt, auch in die Hilfe, die sich zeigen möchte. Weil nur wenn wir uns allem hingeben, was sich zeigt, bedeutet das Öffnung und Vertrauen. Und Jemaya möchte mit dir arbeiten. Und für mich sie ist also jetzt eine Göttin des Meeres, aber ihr seht ja, sie sieht aus wie eine Meerjungfrau, auch wenn sie eine Göttin ist. Für mich hat es auch noch mal eine ganz wichtige Bedeutung in der Verbindung zu der erotischen Tarotkarte, weil die Meerjungfrau, die taucht in die Tiefen, holt die Visionen, Träume und Wünsche, die wirklich tief in unserem Inneren da sind, um manifestiert zu werden. Und dann kommt sie an Land, kriegt Füße, wie die Erotikdame, und manifestiert die Träume. Und diese Erotikdame ist nackt, das heißt, sie zeigt sich schon in ihrem Sein und sie hat ihren Drachen schon gefunden und er ist rot und das heißt, er ist dem Wurzelchakra zugeordnet. Hierbei steht The Fire of Desire. Ich sehe auf der Karte, dass sie eine astrologische Zuordnung hat, nämlich die Sonne im Widder, weil der Widder passt ja auch schön zu der feurigen Energie und die Sonne auch. Und sie ist Shakti Devi zugeordnet. Was möchte die Karte jetzt abrundend zu allem sagen? Ja, das ist jetzt sehr schön, weil sie rundet die Basiskarte dieses Orakels ab. Sie rundet die Sophia ab. Das Erwachen, weil diese Karte erzählt, dass wir entdecken sollen, welche von unseren Wünschen, Visionen und Sehnsüchte wir wirklich bereit sind, leben zu können. Und welche davon nur Kindheitswünsche sind, also unreife Wünsche. Wir sollen schauen, wenn wir fühlen, da ist ein Wunsch, den möchte ich wirklich manifestieren, fühlst du das auch schon im Herzen? Verstehst du das große Ganze? Erkennst du, warum du dir das wünschst? Erkennst du, welche Blockaden in dir sind, die noch daran behindern, dass Sophia in dir vollständig erwacht? Denn sie sagt dir, du bist die Schöpferin deines Lebens. Und das ist noch im Wirken. Und das passt dazu, dass du noch im Üben bist, Grenzen zu setzen, damit manipulative, füchsige Menschen dich nicht mehr verletzen können, weil du nämlich Grenzen setzt und damit in deiner Klarheit bist. Und mit der Klarheit bist du auch verbunden mit dem siebten Chakra. Und die Erotikkarte ist auch im
siebten Chakra. Und die Meeresgöttin taucht ein in die Welt des Wassers, des Meeres, in deine Gefühle, ins Kollektiv. Und das Kollektiv, das ist, ja, das ergänzt sich alles wunderbar. Du bist da, ich würde echt fast schon sagen, das ist der von der Sophia der zweite Durchgang, also der zweite Prozess von allen dreien. Und wenn du dann in dir hineinfühlst, welche Wünsche wirklich tiefe Visionen und Wünsche und Sehnsüchte sind und du erkennst, welche Blockaden da noch sind und dann kannst du the fire of desire, dann kannst du dein Feuer nutzen, um das alles zu manifestieren und zur Schöpferin deiner Welt zu werden. Das ist so. Du bist nicht mehr in der alten Welt, weil du schon neue Verhaltensmuster übst, aber du bist noch nicht in deinem vollen, schöpferischen, kreativen Dasein. Da fehlt noch was. Ja, das war die Leopardin. Vielleicht findest du dich darin wieder. Ich danke dir fürs Zuhören und für dein Dasein. Peace and Love, Sabine Carola. So, du hast das Symbol des Kelches und der Pfauenfeder gewählt. Du kannst für dich schauen, was der Pfau als Krafttier bedeutet. Spontan, und er sagt sicherlich noch viel mehr, steht er für die Schönheit. Du bist schön. Weißt du das? Kannst du das anerkennen? Wie siehst du dich selbst? Du siehst nun schon alle Karten offen daliegen. Ich selbst habe aber die Schmetterlingskarte noch blind in der Hand. Fühle hinein, hab sie jetzt schon in der Hand und meine Kehle geht zu. Die Kehle geht zu, während ich dich frage, siehst du, wie schön du bist? Der Kelch hat heute gerufen. Er ist ein ganz wichtiges Symbol dafür, dass dein innerer Kelch mit Wasser gefüllt ist. Wasser steht für die Gefühle. Wenn dein Kelch voll ist mit Selbstliebe, kann er überlaufen und in Liebe andere baden lassen. Wenn dein Kelch nicht in Selbstliebe gefüllt wird, laugst du aus, dann ist der Tank leer, weil du Liebe verschenkst. Du bist es wert, dir Liebe zu schenken, weil du ein wunderbares weibliches Wesen bist. Und ich habe ja jetzt hier auch, kann ja auch mal einen Mann zuhören. Du hast auch eine innere Frau. Sie steht für deine Gefühlswelt. Dein Mann steht für dein Denken und deine innere Frau steht für dein Fühlen. Also kannst du dich das auf dein Inneres auffragen. Ist dein Kelch gefüllt mit Wasser? Ich habe mir über 20 Jahren diesen Kelch gekauft und ich fülle ihn immer wieder symbolisch oder echt mit Wasser, um mich zu erinnern, wie wichtig Selbstliebe ist. All das ist schon Information, die ich über die Schmetterlings-Wortkreationskarte bekomme, weil es geht hier um Gefühlswelten, es geht um die innere Frau. Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Es geht um die weibliche Seite in dir. Im Innen und wenn du eine Frau bist, auch im Außen. Und es ist so schwer, ich atme, ich muss so seufzen. Es ist nicht so einfach mit der Selbstliebe. Es ist nicht so einfach,
sich schön zu finden und wert zu finden, geliebt zu werden. Also es ist viel, viel einfacher, andere mit Liebe zu überschütten und von sich abzulenken und anderen zu zeigen, wie wundervoll und wertvoll sie sind und wert, geliebt zu werden und wie schön sie sind. Es lenkt vom eigenen Mangel ab. Aber genau die Tage hatte ich es über dieses Thema. Und ich spreche da aus meiner eigenen Erfahrung, weil das, was ich hier fühle, kenne ich sehr gut aus meinem Sein vor. Ja, ich schätze mal 10, 12 Jahre. Und bis ich irgendwann verstanden habe, wenn ich nicht empfangen kann, wenn ich mich nicht wert fühle zu empfangen, Liebe zu empfangen, dann ist jede Liebe, die ich verschenke, eigentlich keine wahrhaftige Liebe. Es hat mich nur von meinem eigenen Sein abgelenkt, bis ich eben für mich gelernt habe, wen liebe ich, wo liebe ich, warum liebe ich. Und dann fing ich an, diese Anteile auch in mir lieben zu lernen. Weil ich habe mir gesagt, das, was ich jemand anderen zugestehe, kann ich mir doch auch zugestehen. Und wenn ich jemand anderen vermitteln kann, dass er wertvoll ist, kann ich mir das selbst doch auch vermitteln. Und wenn ich jemand anderem sagen kann, er ist schön, weil ich ihn mit meinen Augen betrachtet oder sie mit meinen Augen betrachtet schön finde, kann ich mich doch auch mit diesen Augen selbst betrachten. Und das macht jetzt Gänsehaut. Und ich weiß nicht, was du dabei fühlst. Und ich schaue jetzt mal, welche Karte ich habe. Du hast es ja schon gesehen, in was ich hineingefühlt habe. Da ist sie, die innere Frau. Sie ist mir so wohl bekannt, weil ich schon über 20 Jahre mit meinen inneren Anteilen arbeite. Und ihr habt sicherlich schon gesehen, dass die Sophia hier nochmal aufgetaucht ist. Sophia war die Karte, die das ganze Orakel begleitet, dieses Erwachen. Und Sophia mag jetzt, dass du erwachst und dieses Mal aus dem Göttinnengeflüster. Und auf diesem Bild ist Sophia schwanger. Das heißt, und sie reicht dir einen Kelch. Ist das nicht spannend? Ich habe dir hier jetzt auch einen roten Kelch, einen weinroten, weinrot, königliche Farbe. Ich habe dir in diesem Orakel mit diesem Symbol einen weinroten Kelch gereicht. Und Sophia reicht dir in einem schwangeren Zustand jetzt auch einen Kelch. Du gehst schwanger mit einer neuen inneren Frau in dir, die in Heilung gehen möchte. Der Kelch ist nicht nur der Kelch der Gefühle. Sophia sagt, er ist auch ein Kelch der Weisheit, weil es einfach jetzt dran ist mit deiner tiefsten inneren Weisheit in Verbindung zu treten. Also nimm dir Zeit für mich, fühl, wo du stehst in den Themen, die ich gerade aufgezählt habe. Und Sophia sagte zusätzlich noch, dass alles, was du so erlebst oder wenn du dir die Finger verbrannt hast oder schmerzhafte Erfahrungen gemacht hast, es sind alles Erkundungsgänge, es ist alles Streben nach Wissen, um dich selbst zu finden, wo wir bei der erotischen Tarotkarte landen. Es ist eine Frau, die komplett angezogen ist und sie fängt gerade mal an, Bein zu zeigen. Wer sich astrologisch auskennt, hier sind die Zeichen der Mond in der Waage, das ist nicht meine Welt. Und die Karte sagt, was ist die Wahrheit hinter der Illusion? Dieses Kleidertragen, gehen wir mal weg von der Realität, wo wir unsere Kleidung brauchen. Hier geht es ja um die seelischen Aspekte. Und wenn hier erotische Bilder, ich finde es doof, dass es ein Erotikdeck ist, weil hat so viel Tiefe. Und wenn da nackte Frauen sind, dann heißt es, dass man sich schon sehr authentisch und echt zeigt. Und wenn ich jetzt schaue, dass hier Sophia schwanger ist und der Kelch gereicht wird, dann ist es der erste Zyklus der Entwicklung der Sophia, die das Orakeldeck begleitet.
Und dann passt es, dass diese Frau angezogen ist und gerade mal ihr Kleid lüpft, ihr Bein zeigt und sich heranwagt an die Welt im Außen. Magst du mich auch noch, wenn ich einen Teil von mir in meinem Echtsein zeige? Und es geht darum, genau, ich lese da auch jetzt mal im Büchlein nach, sie sagt wirklich, liebst du deinen Körper? Und zeigt auch jetzt nach außen, liebst du auch meinen Körper? Liebst du mich, wenn ich mich echt zeige und mich nicht mehr verberge? Das kann jetzt innerhalb Familie sein, Freunde sein, Umwelt sein. Meistens fängt man im weiten Umfeld an und arbeitet sich dann ans nahe Umfeld heran. Zumindest war das bei mir so. Man zeigt ein Stück Bein, man zeigt ein Stück Arm, man zeigt immer mehr. Und irgendwann zeigt man sich so, wie man wirklich ist. Mit jedem Ablegen einer Rolle, die man gespielt hat, um geliebt und gemocht zu werden, sortiert sich das Leben aus, was manchmal wehtun kann, aber es wird immer leichter, weil man keine Rollen mehr spielen muss und keine Masken mehr trägt, sondern ganz sich selbst wird, und zwar in deinem Tempo, zu der Frau, die du wirklich bist. Und wenn der Prozess abgewickelt ist, dann ist es, fühlt sich das total friedvoll und leicht an. Und es kommen neue Menschen in dein Leben, die dir zeigen, wie wertvoll es ist, wirkliche, wahrhaftige Freundschaft oder wahrhaftiges Miteinander oder Partnerschaft zu erfahren. Und dabei liegen dann der Bär und das Klee. Und der Bär steht für mich für Stärke und das Klee fürs Glück. Und deswegen mache ich da gar nicht lang herum. Du hast die Stärke in dir, richtig glücklich zu werden, indem du wirst, wer du wahrhaft bist. Ja, ich wünsche dir viel Freude auf deinem Weg. Und mögen es genauso viele wundervolle Erfahrungen werden, wie es geht meistens nicht ohne schmerzvolle Prozesse, wenn man Menschen verliert. Aber das Leben ist nun mal Veränderung. Und ich wünsche dir ganz viele Lebensgeschenke für jeden mutigen Schritt, den du tust, indem du eine Rolle oder ein symbolisches Kleiderstück ablegst. Danke fürs Zuhören. Vielleicht hast du dich in deinem Symbol gefunden. Bis dahin, Peace and Love, Sabine Carola. So, auch hier, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Sabine Carola Palke. Ach, ich bin jetzt, wenn ich nicht am Stück reinfühle, ich habe jetzt jeden Tag reingefühlt. Ja, Ich lege einfach so los. Du hast das Symbol der Afrikanerin gewählt. Sie hat heute gerufen und sie fand einst den Weg zu mir, ist noch gar nicht so lange her, als ich entschied, empfangen zu wollen. Und sie liegt da, sie folgt dem ihrem Herzschlag, sie trommelt ihren Herzschlag. Sie trommelt ihr Herz ins Wurzelchakra, damit sich, wie Sophia so schön eingangs sagte, Träume erwachen und manifestieren können. Und genau darum geht es. Und es ist der dritte Zyklus der Sophia. Es ist das, den Zyklus beenden und den Kreis schließen. Die Afrikanerin hier, sie hat ein blaues und ein rotes Herz. Hier geht es um Yin und Yang. In der Herzrose, sie verbinden sich mit dem Herzen. Es geht darum, dass sie empfängt im Herzen und genug Kraft in ihrem Rot, in ihrem Wurzelchakra hat, um
Träume und Visionen zu manifestieren. Sie weiß, was sie will und was sie nicht will. Und während ich das erzähle, fühle ich in diese Schmetterlings-Wortkreationskarte, die du auf dem Bild schon siehst, aber ich weiß nicht, was ich in der Hand habe. Die Afrikanerin, sie liegt hier, sie will empfangen, sie hat die Schale da und sie will empfangen. Und sie will auch Mann empfangen. Ich weiß nicht, ob du, der du zuhörst, in einer Partnerschaft bist oder dir einen Partner herbeiwünschst oder du deinen Herzensmann schon kennst, aber es hat noch nicht geklappt, weil immer wieder dieses Nähe-Distanz-Thema da war. Die Afrikanerin sagt nun, ich will empfangen. Und das bedeutet, ich will alles empfangen. Ich will Nähe empfangen, ich will Intimität, ich will Sexualität empfangen. Weil das passt zu den Bildern, wenn du sie dir anschaust, zumindest zu der erotischen Tarotkarte. Es geht um das vollständige Empfangen. Aber betrachtet man die Afrikanerin, ist sie die Ruhe in Person. Sie ist die Frau, die weiß, es gibt für sie jetzt nichts zu tun, außer die Bereitschaft zu zeigen, zu empfangen. Wo für mich kommt, dass wir ganz oft, wenn wir einen Herzensmann haben, ob er schon an unserer Seite ist und es vielleicht gerade nicht so gut läuft oder ob er noch nicht an unserer Seite ist. Und wenn du jetzt ein Mann bist, ich weiß nicht, wie du es ummünzen kannst. Ich kann es dir nicht sagen. Ich bin so gewohnt, wirklich für Frau zu fühlen und Frau zu sprechen, dass es mir ganz schwer fällt in der kollektiven Legung, das für einen Mann umzusetzen. Es tut mir leid, es sei mir verziehen. Die Frau hier ist in ihrer Passivität, die volles Vertrauen ausstrahlt, dass der Mann aktiv seinen Weg zu ihr findet. Weil sie ist bereit zu empfangen. Sie hat ihre inneren Blockaden aufgelöst. Sie ist erwacht und Schöpferin ihres Lebens. Sie muss keinem Mann hinterherrennen und auch nicht auf energetischer Ebene ziehen und Druck ausüben und machen und tun. Sie hat einen Themenkreislauf abgeschlossen, ist Schöpferin ihres Lebens und ist bereit zu empfangen und mehr braucht es nicht, dass der Herzensmann aktiv werden kann. Und wenn der Herzensmann nicht aktiv wird, ist sie bereit, einen neuen Herzensmann in ihr Leben zu lassen. So einfach ist ihre Grundeinstellung jetzt, weil sie will empfangen. Hey, das ist irgendwie, ich habe keine Ahnung, ich guck mal, was ich da in der Hand halte. Ja, wie schön, die Sexualität auf dem Regenbogen. Der ja entsteht durch Regen und Sonne. Und sie hat ihre Trennenprozesse durchlebt, ist in ihre Sonnenkraft gegangen und ist bereit zu empfangen alle Farben des Lebens. Sie legt einen Regenbogen über ihre durchlebte, in Heilung gegangene, auf dieses Thema bezogen, Heilung gegangene Vergangenheit. Das ist total schön, der dritte Zyklus in der Sophia, die vom Erwachen spricht. Ja, und so lande ich bei der Erotikkarte, wo man sieht, da ist ein Bett, ein Mann, der ganz erstaunt guckt und eine Frau, die nackt ist, die sich zeigt, wie sie ist. Und was ja auch zur Wortkarte der Sexualität passt, es geht also darum, sich jetzt wieder einzulassen, aber in einer neuen Form, weil etwas im Frausein in die Heilung gegangen ist. Ich mag erstmal gucken, hier steht Lilith im Zwilling. Das ist die Geschichtenerzählerin, das weiß ich von dem anderen astrologischen Buch. Das ist die Geschichtenerzählerin. Das heißt also, dadurch, dass viele Dinge in heilsame Aspekte umgewandelt wurden oder in Heilung gingen, oder das, was man eben unter Heilung verstehen kann, wird jetzt
offenbart. Moment, sharing tales of love and romance. Die Geschichtenerzählerin, sie scheut sich nicht mehr, Geschichten zu erzählen. Und jetzt muss ich wirklich schmunzeln, weil sie wird nicht nur Sexualität mit dem Bett verbinden, sondern sie ist viel mehr als das. Sie wird sich scheulos und schamlos zeigen, auch in ihren Erzählungen, weil das gehört in Form von Leichtigkeit, Verspieltheit, Provokation auch mit dazu. Und die Tiefe, die in ihr steckt, wird dadurch nicht verloren gehen. Sie ist so viel in ihrem Frausein. Sie hat so viele Facetten in ihrer Weiblichkeit und sie hat jetzt keine Scheu und keine Scham mehr, genau das zu leben und darüber zu sprechen. Und wenn ihr das, der Mann schaut sehr verdattert drein, aber er haut nicht ab, er bleibt liegen und er hört zu. Gleichzeitig kann es auch sein, ich weiß nicht, was du beruflich tust, dass du das in dein Berufsfeld mit einfließen lassen wirst, falls du jetzt in diesem Bereich von Coaching, Beratung unterwegs bist, kann es sein, dass hier noch mehr Offenheit auf das Thema besteht und eben darüber gesprochen wird. Weil, das ist ja Lilith im Zwilling, Zwilling steht für Kommunikation, aber Lilith, sie steht ja für unsere Urkraft. Sie tanzt mit dem Leben, ist Teil und vollständig, sie sagt, was sie meint und ja, und sie meint es auch ernst, was sie sagt. Das heißt, sie ist verrückt, sie ist bewusst, sie ist unbewusst, sie ist authentisch echt in jeder ihrer Facette und sie lässt alles sein, was ich zeigen möchte. Und sie lebt alles, was ich zeigen möchte. Sie versteckt sich nicht. Sie lebt ihre Sexualität voller Freude und zur Freude anderer. Sie verleiht allem Ausdruck. Sie ist Frau. Sie ist Kraft. Sie wurde einst sehr gefürchtet. Sie wurde aus dem Paradies geworfen und Eva blieb. Aber Lilith ist beides. Lilith hat das Provozierende und das Sanfte, das Kraftvolle und das Weichgespülte, das Fürsorgliche. Ach, sie ist eigentlich, für mich ist sie Intimität, Sexualität, Lebenskraft, Gefühlswelt in all ihren Facetten. Und das wird jetzt, weil ein Thema abgerundet ist, bezogen auf Heilung in der Sexualität, eine ganz neue Dimension erreichen. Betrachten wir das unter der Mentorinnenkarte der Sophia, die für dieses Orakel steht und fürs Erwachen steht, wird da etwas ganz Neues, Kraftvolles erwachen. Jetzt ist es aber spannenderweise, wenn dieser Zyklus abgeschlossen ist, weil er ist ja noch im Abschließen, kommt die Hestia, Feuer der eigenen Mitte. Sie spricht davon, im eigenen Zuhause ankommen. Und sie hat das Feuer auf dieser Karte in den Händen. Und wenn ich die Karte durchlese, bedeutet sie, dass das eigene Heim überprüft werden soll. Egal wie man wohnt. Ob man mit jemandem wohnt oder alleine wohnt. Das eigene Heim sollte überprüft werden. Bist du an deinem richtigen Ort, an deinem richtigen Platz mit den richtigen Menschen? Entweder darf innerhalb der Strukturen was verändert werden, weil es geht darum, dir in der materiellen Welt jetzt ein Zuhause zu erschaffen, in dem du dich versorgt und geborgen fühlst. In dem du wirklich ankommst und sagen kannst, hier bin ich, bleibe ich, werde ich bleiben. Hier ist es so, dass ich mich sicher und geborgen fühle.
Das heißt, entweder muss innerhalb des Wohnens, wenn du mit jemandem zusammenwohnst, was in die Veränderung gehen. Oder es steht sogar ein Umzug an, weil selbst mit Menschen in der Wohnung, im Haus oder alleine kann es sein, dass der Platz zu Ende gelebt wurde. Ich weiß nicht, welche Variante für dich gilt, ob es nur einer Grundreinigung des Wohnens bedarf, ob es der großen Reinigung bedarf, ob es einer Trennung bedarf, ob es der Trennung vom Platz bedarf. Ich habe hier wirklich dann auch noch mal ganz neugierige weitere Karten gelegt. Es geht um ferne Horizonte und die Reisekarte steht auch da. Es kann also wirklich auch sein, dass noch mal ein Umzug ansteht, eine Veränderung ansteht, ein Ortswechsel ansteht, weil ein wahres Zuhause gefunden werden möchte. Und hier tauchte dann auch auf ja, in den anfänglichen Moment, ich dachte, ich muss niesen. Die Frau ist empfangsbereit. Aber die Frau ist hier alleine und ich weiß nicht, ob du in einer Partnerschaft bist oder ob da ein Herzensmann da ist, auf den du wartest, weil Fakt ist, der Herzensmann wird kommen oder der eigene Mann wird wieder zum Herzensmann werden. Weil ich habe wirklich noch vier Karten befragt und da fielen raus, dass beide, du fielst raus, der Herzensmann fiel raus und dazwischen. Es wird sicher zu einer loyalen Verbindung kommen, auf einer ganz neuen Ebene, entweder in bestehenden Partnerschaften oder welche, die es bisher noch nicht geschafft haben, zu einer Partnerschaft zu werden. Also das wird sicher passieren und er wird ein loyaler Mensch sein, ein Mann, der aufpasst, da wo es nötig ist, der einen auch beschützt, wenn es nötig ist, zumindest diesen Beschützerinstinkt hat, diesen männlichen Instinkt aufzupassen und Beschützer zu sein, in einer ganz gesunden Weise mit innerer, aufgerichteter männlicher Autorität. Es sieht sehr schön aus. Und die zwei Lenormand-Karten sagen, dass es Aufregungen geben wird im Außen. Wie die aussehen werden, weiß ich nicht. Vielleicht, weil der Herzensmann kommt. Oder vielleicht sind die Aufregungen vorher da. Ja, der Park steht ja auch für Veranstaltungen jeglicher Art. Nee, da habe ich jetzt auch kein Gefühl dafür. Aber die Frau ist ja empfangsbereit. Sie ist auch empfangsbereit für neue Formen von Sexualität zu leben, nämlich so wie auf der Erotikkarte. Das ganze Programm ganz scheu und schamlos, mit trotzdem sehr viel Tiefe. Und das könnte natürlich mit der Aufregung im Außen zu tun haben. Neue Begegnungen, alte Begegnungen auf neue Weise. Aber am Ende wird es zu einer Neuorientierung kommen. Neuorientierung im Sinne von dem eigenen Zuhause die Energie geben, die sie braucht, oder ein neues Zuhause suchen, das passend sein wird. Mit einem Partner an der Seite, der dieser Frau freudvoll gewachsen ist, weil es liebt, Herausforderungen anzunehmen. Das ist das, was so kommt. Ja, vielleicht hast du dich darin gefunden, in deiner Symbolik. Es war schön, dass du da warst und zugehört hast. Und jetzt wünsche ich noch alles Liebe, Peace and Love, Sabine Carola.